Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Hildmann. Ich bin Ihr Internetunternehmensberater. Ich bringe Sie in Google auf Seite 1 und sorge dafür, dass aus Ihren Besuchern Kunden werden. Heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie Suchmaschinenoptimierungstricks und Tipps auf Ihre Facebook-Seiten anwenden können. Denn ähnlich wie es auch dafür gilt, dass in Google Rückverlinkungen auf Ihre Seite ganz wichtig sind, ist es auch in Facebook. Dort geht es über den Gefällt-mir-Bereich. Zum Beispiel hier auf der Seite dieses Buches. Das ist ein Buch von der Autorin Beate Bock, wie der Zufall aus meinem Leben verschwand. Dort können Sie an der linken Seite diesen Buch oder diese Seite zu anderen Seiten hinzufügen, zu den Favoriten. Ich mache das mal gerade hier. So, klicke auf zu den Favoriten meiner Seite hinzufügen. Dann suche ich jetzt mal hier entsprechend die Seite aus, nämlich die Autorenseite von der Autorin Beate Bock. Dann speichere ich das Ganze und dann wird es da entsprechend mit eingefügt. Sie sehen, hier verschwindet jetzt der entsprechende Link. Und auf der Seite von Beate Bock, also auf der entsprechenden Autorenseite, dort wird hier unten das angezeigt. Hier sieht man quasi, hier ist dann auch die Anzeige bei Gefällt mir. Auf alle Anzeigen geht, werden alle entsprechend dargestellt, die es gibt. Also alle vier Bücher, die sie geschrieben hat, sind hier entsprechend verlinkt auf der Seite. Ja, und das Gleiche kann man auch umgekehrt machen. Das heißt also hier, Beate Bock kann sagen, okay, ich möchte zu den Favoriten meiner Seite zu der Buchseite entsprechend das dann hinzufügen. Dann kann man hier die Buchseite aussuchen, wenn ich sie denn hier finden sollte. Ich glaube, ich habe sie schon alle zugefügt, weil wenn Sie etwas schon hinzugefügt haben, dann taucht es hier nicht mehr auf. Ja, dann können Sie es also nicht mehr auswählen. Ich mache es mal hier dann für die Seite Vocal Coach dann noch mit hinzu. So, und dann ist das dann entsprechend auf der Seite vom Vocal Coach. Da können wir mal nachschauen. So, Vocal Coach, da ist er. So, jetzt müsste hier auf der Seite entsprechend links unten, sehen Sie hier, da taucht dann Beate Bock auf. So, und so kann man das Ganze dann hin und her verlinken und sagen, gefällt mir, jetzt kann ich diese Seite hier auch dann wieder diesem Buch entsprechend zuordnen. Zack. Ja, und so kann man diese Verlinkung hin und her dann einfügen. Das Wichtige ist einfach nur, wenn Sie jetzt auf der Seite sind, ja, und sehen Sie hier, sind auf der Seite von dem Vocal Coach, nehmen auf die Pinnwand, das ist die Seite, die also dann auch andere Menschen sehen. Ich bin Administrator, deswegen habe ich eine andere Ansicht. Aber Sie sehen auch hier, da ist dann ein Gefällt mir, habe Beate Bock angeklickt und dann kann ich es entsprechend hier wieder entfernen, wenn ich möchte. Ja, so viel zum Thema Gefällt mir-Button und Verlinken von Seiten in Facebook. Das Gleiche ist wirklich, wie gesagt, wichtig für Suchmaschinenoptimierung, in Anführungszeichen für Facebook, also Facebook-Optimierung, weil dann entsprechend die Besucher der Seite sehen, was dieser Seite gefällt und entsprechend da auch da hin und her klicken können. Zum Beispiel macht es Sinn bei einer Autorin, dass dann dort entsprechend die Bücher der Autorin auch dargestellt werden und auch dort entsprechend immer wieder hin und her verlinkt werden. Ja, dann gehen wir auch hier nochmal kurz in dieses Buch rein, weil es macht auch Sinn, innerhalb der Buchseiten dann entsprechend die Bücher untereinander wieder zu verlinken. Also gehen wir hier rein und sagen dann, okay, dieses Buch sollte auch mit diesem Buchtitel dann verlinkt sein. So ist okay. Jetzt sehen Sie hier, dass der Link verschwindet, um den Link wiederzuholen. Müssen Sie nur auf Neuladen gehen. So, und dann gehen Sie wieder auf das entsprechende Buch. Dann gehen Sie hier mal auf dieses Buch. So, und sagen da wieder zum Favoriten meiner Seite hinzufügen. Und verlinken es dann mit allen anderen Büchern, die entsprechend hier von der Autorin Beate Bock geschrieben worden sind. Ja, das war's. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß.